Was wäre der amerikanische Wilde Westen ohne Goldrausch und die eisernen Pferde, wie die Indianer die Dampfzüge damals genannt haben sollen? Und so widmet sich diese Modellbahnanlage besonders dem Thema Goldwaschen, Silber-, Kupfer- und Eisenerzabbau. Typisch US-amerikanisch, könnte man meinen. Doch manchmal trügt der erste Eindruck. Viele denken, das ist eine Amerika-Anlage, aber es ist eine Kanada-Anlage. Und zwar, es ist die Insel an die Westküste von Kanada, Vancouver Island. Vancouver Island, da waren viele Indianer da und die haben Totempalen hinterlassen. Und das war die Idee. Und da war im früheren Jahr war da eine Linie, eine schmale Linie von Küste nach Innenland, um zur Silbermine zu kommen. Und das war die Idee, um diese Anlage zu machen. Ein kleines Stückchen Kanada also, am Anfang des 20. Jahrhunderts, im Maßstab 1:87. Vieles auf der Anlage wurde historischen Fotos nachempfunden. Das meiste jedoch entspringt der Fantasie der Erbauer. So manches Anlagendetail stammt aus einem Bausatz. Auch ein liebevoll gestalteter Schrotthaufen. Es sind, wie man in Amerika sagt, Kits, Craftsman's Kits, eine Büschel Holz. Und eine Bauanleitung. Das ist alles, was man bekommt. Und die haben wir modifiziert, sodass es in die Anlage hineingefügt werden kann. So etwas höher gemacht oder breiter oder tiefer. Und so entsteht eine Modellwelt aus felsigen Landschaften und Eisenbahntrassen. Inspiriert von der Natur der kanadischen Pazifikinsel. Die starken Gelenklokomotiven passen dabei bestens ins Bild. Der schwierige und teilweise sogar gefährliche Bauuntergrund verlangt den hartgesottenen Stahlrössern alles ab. Und der tägliche Einsatz hinterlässt sichtbare Abnutzungsspuren, auch in Miniaturgröße. Die Lokomotiven sind im Wesen amerikanische Lokomotiven. Es sind kardanisch angetriebene Lokomotiven, so wie man im beim Holzfällen sieht. Auf diesem Moment haben wir zwei Lokomotiven auf die Anlage. Der eine ist ein Heisler und der andere ist ein Climax. Die Modelle sind von amerikanischen Herstellern. Kardanisch angetrieben heißt, Zahnräder und Gelenkwellen an den Drehgestellen übernehmen die Kraftübertragung und geben so guten Halt in engen Gleiswindungen und auf schwierigem Gelände. Denn die Strecke verläuft durch steile Hänge, scharfe Kurven und über hohe Gefälle bis an die raue Pazifikküste. Schwer beladen mit Erzen aus jenen Minen, die bis in die 1930er Jahre auf Vancouver Island betrieben wurden, befördern die Güterzüge ihre Fracht direkt an die Pier. Die Brücken, die man sieht auf die Anlage, sind alle Selbstbau. Die Schiffe auf die Anlage sind alles Selbstbau. Dus we hebben Zeichnungen gesammelt. En von dort hebben we die Schiffe en die Brücken zelf gemaakt. Een kleines Stück Vergangenheit an der Westküste Kanadas. Liebevoll festgehalten in unzähligen Arbeitsstunden. Met jeder Menge Geduld en Ideenreichtum. Und so begibt sich auch dieser Zug der Sodom and Gomorrah Mining and Navigation Company wieder auf die Strecke in Richtung Erzmine, um die nächste Ladung wertvolle Fracht abzuholen und seine Runden quer über Vancouver Island zu ziehen.
4,5 Meter ist die Anlage lang, aber nur 50 Zentimeter tief. Einen tiefen Einblick in die Welt der Inselbahn bekommt man trotzdem. Wie geht es hinter den Bäumen eigentlich weiter, fragt man sich fast. So geschickt ist die schmale Anlage gestaltet, dass man fest daran glauben kann, dass der Zug, der nun langsam im Tunnel verschwindet, auf der anderen Seite der Insel weiterfährt.